Normal, es ist keine Einbildung, es ist mir eine Illusion. Hallo, ich bin's wieder, Tobias. Ich stelle wieder euch neue Filme vor. Aber wie beim letzten Update habe ich nicht Hellraiser dabei. Aber andere sehr kultige Filme. Ich beginne gleich mit dem ersten. Das ist eigentlich, was ich schon gesagt habe, wo ich noch 5, 6, 7, 8 bekomme. Akte X, Staffel 5. Ich sehe gerade noch einen anderen Film von einem anderen Kultfilm, den ich euch vorstelle. Akte X, wirklich cool. Was soll man dazu sagen? Ja. Mulder und Scully mal wieder auf geheimnisvolle Aktion. So, dann hatte ich euch ja in meinem Update euch den vorgestellt. Exorzist. Die neue Fassung. Was ja sehr cool ist. Doch jetzt kommt noch dazu. Dominion, Exorzist. Der Anfang des Bösen. Sehr geiler Film. Oder, Entschuldigung, es ist nicht der geilste Film. Er ist in Ordnung. Man kann ihn sich ansehen. Und er ist sehr düster. Also er ist sehr mysteriös. Und hat auch eine gute Atmosphäre. Ja, kann man auf jeden Fall mal sehen. Aber jetzt kein unbedingtes Must-See. Dann natürlich nicht zu vergessen 2 und 3. Ja, wir sind ein bisschen ramponiert. Aber Hauptsache die DVD ist nicht im Arsch. Ja, sonst 2 und 3, was soll ich dazu sagen, sind Kult. Am Anfang war ich jetzt auch nicht so der Exorzist-Fan. Aber doch, jetzt, da ich auf Horrorfilme aus bin, sind die schon in Ordnung. Hab sie gestern mir angesehen, sind in Ordnung. Ja. So, dann stelle ich euch vor den ersten Teil einer Horrorfilm-Reihe. Es gibt, glaube ich, 6 oder 7 Teile. Soweit ich weiß, aber 6, glaube ich, was. Hier, das ist die erste Rolle mit Jennifer Aniston. Ich glaube, jeder Horrorfan weiß schon, was ich meine. Es ist Leprechaun. Natürlich. Uncut. Sehr geil. Entschuldigung, Pater. Ja, einfach nur cool. Und wie gesagt, Uncut. Ich liebe diesen Film. Er macht einfach immer unheimlich viel Spaß zu sehen. Und der Mörder, also der Leprechaun, einfach immer nur herrlich. Zwar kommen jetzt noch die anderen Teile noch dazu. Die habe ich zwar noch nicht, aber kommen noch. Jetzt zeige ich euch natürlich noch andere Filme. Alles unzensiert, also uncut. Ich habe euch mal den hier vorgestellt. Das ist der Remake. Bitte einen zum Original. Ja. Ich habe euch ja damals gesagt, der Film hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt habe ich die ganze Promo-Reihe plus dem Remake. Sehr geil. Ja, der erste Teil mit Jamie Lee Curtis ist natürlich auch wieder mal uncut. Auch sehr witzig. Leslie Nielsen, obwohl er hier keine komische Rolle hat. Ja, trotzdem sehr ansehnlich. Man merkt aber auf jeden Fall diesen Zusammenhang zu Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Hiermit begann sozusagen alles. Ist wieder da. Ja. Und jetzt sehe ich den Film. Den Film, den ich jetzt gerade sehe, ist der zweite Teil, auch wieder uncut. Gestern geholt alle 4 Teile. Gestern alle gesehen. Der Teil ist wirklich sehr gut. Auch sehr gut. Horror in bester Tradition von Carrie und der Exorzist. Und ja. Sehr cooler Film. Auch wieder uncut. Dann der dritte Teil. Auch wieder uncut. Auch sehr geil. Und einfach nur cool. Und dann der letzte Teil, Prom Night 4. Uncut. Auch sehr cool. Ist zwar nicht der beste Teil für mich
von der Promenade-Reihe. Da sind 1, 2 und 3 und der Remake natürlich am besten. Er ist aber auch in Ordnung. Ja. Und also Prom Night, ein unbedingtes Must-See für alle Horrorfans. Und nochmal kurz gesagt, Prom Night kann man jetzt auch eben bekommen im Handel. Ja. So. An alle meine Freunde bei YouTube, danke, danke. Ich hoffe, ihr findet meine Filme cool und respektiert auch meine Filme, denn ich will nur die Besten sozusagen. Ich glaube, einerseits ist es mir gelungen. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr meine Freunde seid dann. Ja, danke für das Video, danke, dass ihr das gesehen habt und ich freue mich, wenn ihr weiterhin meine Filme seht oder Videos seht. Ja, bis dann.